Willkommen von der CES 2014, wo wir das Lenovo ThinkPad 8 haben. Das ist das erste Full-HD-Tablet im 8 Zoll oder im 8,3 Zoll Bereich sozusagen mit einem Intel Atom Z3770 Prozessor. Und wie ihr sehen können, wir haben hier ein wirklich wunderschönes Bild, was hier übrigens gerade auch ausgegeben wird auf einem Full-HD-Bildschirm gleich hier links. Aber das können wir uns gleich im Detail anschauen. Die Icons sehr klein hier. Also auch nicht unbedingt ideal für den Gebrauch mit dem Finger, aber auch trotzdem, das kann man auch hier eigentlich auch ganz schön treffen und auch benutzen. Wir haben hier noch gerade ein kleines Cover mit dabei, was ähnlich wie beim iPad eigentlich hier nur per Magnet sozusagen dran ist. Ganz praktisch, könnt ihr kurz zuklappen und dann sehen wir hier, dass von außen auch ein schönes ThinkPad-Logo hat und hier sogar noch so eine kleine rote Ecke, ThinkPad-Style-mäßig. Schauen wir uns das Gerät einfach mal kurz nochmal an, ohne das Cover, denn das Cover verdeckt hier zum Beispiel einen Anschluss, und zwar den Micro-HDMI-Anschluss, beziehungsweise hier haben wir noch die Möglichkeit, eine Micro-SD reinzuschieben. Jetzt kann ich wieder zuklappen. Auf der Oberseite haben wir nichts. Auf dieser Seite über MHL wird gerade das Bild ausgegeben, beziehungsweise sein Display-Replikator USB-Gerät. Dann haben wir einen An- und Ausschalter, Lautstärkeregler. Und an der Unterseite haben wir hier den Kopfhöreranschluss. Stereo-Speaker hier unten. Das ThinkPad-Logo wie immer, beziehungsweise es leuchtet. Und auch hier neben einer Kamera auch ein Blitz. Das haben wir auch bei keinem der anderen 8-Zoll-Tablets bisher so gesehen. Ich kann hier jederzeit natürlich, wenn ich das Gerät unlocked habe, wieder in das Windows 8, in die Windows 8-Oberfläche hier zurückwechseln, beziehungsweise hier die Gesten benutzen, die wir auch schon kennen von natürlich anderen Windows 8 Geräten. Funktioniert so wunderbar schnell und wir haben auch ein vollwertiges Office-Paket hier kostenlos mit dabei. Probieren wir mal die Front- und die Rückkamera aus. Schwarz, genau, so. Und dann sehen wir hier wunderbare HD-Kamera mit sehr guter Qualität hier, die wir verwenden können. Und ich wechsle mal auf die vordere Kamera, wo wir sehen, diese hat auch HD. Auflösung und interessante Farbspiele hier. Ich habe natürlich keine rote Nase, aber genau, das ist ein bisschen, denke ich mal, noch anpassungsdürftig hier sozusagen. Oder das Licht spielt hier einfach einen kleinen Scherz mit uns. Genau, sonst können wir hier auch wieder rausgehen. So, dann kann ich auch ganz kurz zeigen, wie das hier gerade an den Desktop angeschlossen ist, wo wir auch sehen können, das läuft gerade alles hier über das Gerät. Und wir haben hier auch die Möglichkeit, auch einen Stylus zu benutzen bei dem Lenovo ThinkPad 8, aber dieser ist nicht integriert in das Gerät, wäre aber durchaus möglich und genau, ganz schöne Lösung eigentlich hier, das Ganze dann entsprechend mit so einer kleinen Box auch als Replikator sozusagen mit mehreren Bildschirmen zu verwenden. Mein Name ist Balaschka, das war das Lenovo ThinkPad 8 von der CES 2014. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, den Channel zu abonnieren.